Drei Pferde ziehen wie abgebildet an diesem Angriffspunkt nach rechts. Diese zwei Stiere ziehen am selben Angriffspunkt A, aber nach links. Ein Stier ist doppelt so stark wie ein Pferd. Frage, wer gewinnt? Die Pferde oder die Stiere? Wir werden zuerst die drei Pferdekräfte einzeichnen. Das machen wir durch einen Kreis mit Zentrum A und einen beliebigen Radius. So zeichnen wir also die drei Pferdekräfte ein. Da ein Stier doppelt so stark ist wie ein Pferd, können wir eine Stierkraft konstruieren durch den Kreis mit Zentrum A, dessen Radius genau doppelt so groß ist wie der Radius von diesem Kreis. Somit können wir also schön zeichnen, dass ein Stier genau doppelt so stark ist wie ein Pferd. Jetzt konstruieren wir die resultierende dieser drei Pferdekräfte. Zuerst für diese zwei Kräfte, die resultierende von diesen beiden Kräften, konstruieren wir zum Beispiel durch dieses Parallelogramm. Da ist sie auch schon, diese resultierende. Und jetzt suchen wir die resultierende von dieser blauen Kraft mit der dritten Pferdekraft. Das machen wir wieder durch Parallelogramm und somit ist diese Kraft die resultierende der Pferde. Das ist die resultierende Kraft dieser drei Pferdekräfte. Wir machen jetzt genau dasselbe für diese zwei Stierkräfte. Wir suchen die resultierende, da ist sie auch schon. Und jetzt brauchen wir nur zu schauen, welche dieser zwei Kräfte größer ist. Die resultierende der Stiere oder die resultierende der Pferde. Dazu können wir zum Beispiel dieses Maß hier nehmen. Dieses Maß ist genauso lang wie die resultierende der Pferdekräfte. So schön zu erkennen. Diese Distanz übertragen wir jetzt. So. Und so ist schön zu erkennen, dass die resultierende der Stiere etwas größer ist als die resultierende der Pferde. Somit wissen wir also, die Länge des Vektors resultierende der Stiere ist streng größer als die Länge des Vektors resultierende der Pferde. Also die Stiere gewinnen. Das war's auch schon. Diese Aufgabe ist beendet.